Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Gunfrog ist auf Reisen und ich sehe hier schon das Reisland. Ah ne, das heißt Reiseland. Ja, hier können die Ureinwohner Naumburgs, können dort einkehren und verreisen. Ja? So, da winkt schon jemand. Da gehen wir mal hin. Na, guten Tag. Ja. Kommst du von hier? Und wie ist das so mit den Kosten? Ah, ich übersetze das mal, 1 Euro das Eis. Und er hat gesagt, er hat kein Bad davon bekommen. Das finde ich ganz, ganz super. Und wo kommst du her nochmal? Er kommt von ganz tief unten. Ah, okay. Ja, dann danke ich fürs Gespräch. Ja, dann gehen wir mal weiter und suchen uns den nächsten. Hier haben wir einen Schuhladen, ja. Da liegen noch die Bastschuhe drin. Und hier gibt es die Nummer 1. Hier gibt es die Nummer 1, das bin ich natürlich. Ja. Hier wohne ich. Nein, natürlich nicht. Ja, hier ist die Kleiderbügelspende. Jeder Einwohner hier aus Naumburg, der kann hier Kleiderbügel spenden und da reinschmeißen. Ja, das ist für die Armen der Armen. Für, was ist denn das für einer? Guten Tag. Kann ich ein Interview? Aber oh, der hat keine Augen mehr. Den haben sie schon gegessen. Ja, da ist Modetempel. Nee, Hempel. Also, sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und, ja, es gibt auch rothaarige Frauen hier. Ja, muss man ja leise sagen. Und ein Hund. Der wedelt mit seinem... Und eine Mülltonne. Und, ja, und Tauben. Und eine ja. Mülltonne. Und eine Mülltonne, ja. Und da wedelt der Hund schon mit seinem Schwanz. Ja? Ob er nun männlich oder weiblich ist, weiß ich nicht. Das werden wir gleich erfahren. Hoffe ich doch. Ja? Hier ist Rostmann. Ja? Bei uns heißt es Rossmann, hier ist es Rostmann. Ja, da gibt es dann die rostige Gabel. Links vom Teller. Und hier ist ein kleiner, süßer, zotteliger Hund. Hallo Hundi. Guten Tag, ist das dein Hund? Können Sie mal bitte aufhören, mich zu filmen? Mache ich, ne? Dann filme ich den Hund. So, hallo Hund. Aber der kann ja nicht sprechen. Na, gehen wir mal weiter. Ja, wie ihr seht, ihr Lieben, die Ureinwohner Naumburgs, die sind nicht so gesprächig. Ja, huch, hier klingelt's. Eigentlich ist hier Radweg. Das ist ein Radweg. Oh, das wusste ich nicht. Eigentlich. Ja, und die Ureinwohner, die Naumburgs, die wissen noch nicht zu unterscheiden. Gibt es Radwege, gibt es keine Radwege? Ja, sie fahren wild drauf los. Ja, ist ja nicht allzu verwunderlich, weil die Fahrräder gibt es ja erst seit gestern hier. Ja, und da fährt jeder, wie er möchte. Ist ja auch verständlich, es macht ja auch einen Heidenspaß. Als ich 14 war, hatte ich ja schon Fahrrad. Nein, als ich 9 war, hatte ich schon Fahrrad oder 6 oder so. Und hier scheint ewig die Sonne. Ja, hier scheint ewig die Sonne. Da ist es immer hell da drin. Und da ist die Frau, die mit uns nicht sprechen möchte. Aber einen schönen Rucksack hat sie. Guck mal, steht Bitch hinten drauf. Das kennen die schon, das kennen die schon. Ja, das Wort Bitch, das ist schon, das hat schon große Runde gemacht hier in Naumburg. Und wir wollen jetzt zum Dom. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, euer Gunfrog.